Hier sind die EmsTV News. Es ist Donnerstag, der 28. April. Ich begrüße Sie recht herzlich zu Ihren regionalen Nachrichten. Zu Beginn der Sendung blicken wir nach Herzlake. Dort kam es heute Nachmittag zu einem Feuer auf einem landwirtschaftlichen Betrieb. Meine Kollegen Anselm Henkel und Julia van der Zee mit den Einzelheiten. Großfeuer auf einem Bauernhof in Herzlake. Heute Nachmittag brach zuerst in einem Stallgebäude ein großes Feuer aus. Dann griffen die Flammen auch auf das angrenzende Wohnhaus über. Alle Tiere konnten in Sicherheit gebracht werden. Personen wurden ebenfalls nicht verletzt. Knapp 100 Feuerwehrleute sind derzeit dabei, die Flammen zu löschen. Für die Feuerbekämpfung zapften sie mit einer Pumpe einen Fluss an. Landwirte brachten mit Güllefässern Wasser zu der Einsatzstelle. Was den Brand auslöste, ist bislang noch nicht bekannt. Gestern Nachmittag geriet aus bislang unbekannter Ursache eine Garage in Lingen in Vollbrand. Aufgrund von dort gelagertem Gefahrgut kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Die umliegende Bevölkerung wurde durch die Rettungsleitstelle entsprechend gewarnt und darauf hingewiesen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Feuerwehren Lingen, Altenlingen und Holthausen waren mit 6 Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften vor Ort. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Gebäude verhindert werden. Die Sachschadenhöhe steht bislang noch nicht fest. Wie es zu dem Brand kam, wird derzeit noch ermittelt. Je Quadratmeter und pro Kind sollte es in Lingen seit 2020 einen Familienrabatt beim Erwerb städtischen Baugrunds geben. Den hat bislang aber niemand erhalten. Die SPD-Ratsfraktion brachte das in der Stadtratssitzung am Dienstagnachmittag vor. Bewerber mit Kindern sollen in Lingen einen Preisnachlass auf städtische Baugrundstücke von 1 Euro je Quadratmeter pro Kind erhalten. Das wurde im Dezember 2019 auf Antrag der SPD beschlossen. Die Stadt hatte den Beschluss jedoch nicht entsprechend umgesetzt. Die SPD-Ratsfraktion machte das in der Sitzung des Lingener Stadtrates am Dienstag zum Thema. Der Oberbürgermeister der Stadt Lingen räumte ein. Wir hatten in dem Zusammenhang nämlich die Vergabe der Wohnbaukriterien neu gemacht. Und da ist es wohl versäumt worden, das auch das Letzte umzusetzen. Holen wir jetzt aber allerdings nach, ist überhaupt kein Problem. Die jeweiligen beurkundeten Verträge gucken wir uns jetzt nochmal an. Wer hat jetzt wie viele Kinder zu dem Zeitpunkt gehabt, ab dem Jahre 2020. Und dann wird das eben nachgezahlt. Die SPD-Fraktion zeigte sich zufrieden, dass der Fehler zugegeben wurde. Der Preisnachlass erfolgt rückwirkend zum Januar 2020 in den Wohnbaugebieten der Ortsteile Backum, Holthausen, Laxten, Bramsche und für das Wohnbaugebiet Brockhausen. Zukünftig soll der Rabatt direkt berücksichtigt werden. Ursprünglich hatte die SPD-Ratsfraktion in der Haushaltsberatung einen deutlich höheren Betrag durchsetzen wollen. Also ich denke, der 1 Euro ist zumindest ein Anfang. Wir hatten auch jetzt bei den Haushaltsberatungen mehr verlangt. Wir hatten da vorgeschlagen, dass pro Kind eine Entlastung von 5 Euro pro Quadratmeter als Entlastung beschlossen werden sollte. Das wurde aber von der Mehrheitsfraktion hier abgelehnt. Wir hätten uns gerne mehr gewünscht, aber dieser Beschluss ist schon aus dem Jahr 2020. Und wir wollten eigentlich noch eins drauflegen, aber besser 1 Euro als kein Euro pro Quadratmeter, haben wir dann gedacht. Finanziert wird der Rabatt über das familienpolitische Programm der Stadt Lingen. Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, können sich Lingener Familien mit Kindern also über die Auszahlung des Rabatts freuen. Eine neue Städtepartnerschaft für Lingen. Zur allgemeinen Freude konnte der ukrainische Bürgermeister Roman Kasnowetski aus Lanivtsi sogar spontan dabei sein. Ein Symbol der Verbundenheit. Einstimmig beschloss der Lingener Stadtrat am Dienstagnachmittag die Partnerschaft mit der westukrainischen Stadt Lanivtsi. Roman Kasnowetski, der Bürgermeister der Partnerstadt, hatte sich kurzfristig angemeldet und war bei der Sitzung spontan anwesend. Damit überraschte er auch den Oberbürgermeister der Stadt Lingen. Heute Nachmittag hörte ich auf einmal, dass er tatsächlich wohl hier vor Ort sei und auch kommen möchte.
Und ja, insofern war es eine ganz tolle Aktion, dass er wirklich hier auch mal aus der Situation berichten konnte und wir auch wirklich leibhaftig den Bürgermeister hier aus der Ukraine, ja, Herrn Roman, wir wirklich auch sehen konnten und mit ihm auch sprechen konnten. Und ich glaube, es war eindrucksvoll, was er hier uns auch geschildert hat. Der 38-jährige Bürgermeister aus Lanivtsi wirbt derzeit für mehr Unterstützung für sein Land. Bisher sei seine Stadt von russischen Streitkräften nicht angegriffen worden. Nach der emotionalen Rede überreichte der Lingener Bürgermeister sein Gastgeschenk. Die Verbindung zwischen den beiden Städten hat einen historischen Hintergrund. Denn in dem Eisenbahnausbesserungswerk, wo heute die Hochschule drin ist, dort gab es im Zweiten Weltkrieg Zwangsarbeiter. Und diese Zwangsarbeiter mussten hier natürlich während des Krieges arbeiten. Viele sind hier auch gestorben. Und daraufhin ist dann in den 80er Jahren eine Initiative gegründet worden, die dann schließlich zu 1991 zu den Ukraine-Fahrern geführt hat, damals mit dem Oberbürgermeister Neuhaus, der es gemacht hat. Und dies ist immer weitergeführt worden. Also auch zu sagen, ganz bewusst, es muss hier auch eine Wiedergutmachung, wie man das vielleicht so ein bisschen machen kann, auch erfolgen. Und auch ja, hier auf der Seite der Halle 4 haben wir eine Gedenktafel, die genau an diese Zwangsarbeiter erinnert. Der Lingener Oberbürgermeister und der Stadtrat wollen mit der Partnerschaft die bestehende Freundschaft vertiefen und ein Friedenssignal senden. Heute ist Zukunftstag. Das bedeutet, dass heute in ganz Deutschland Schülerinnen und Schüler in verschiedensten Berufen unterwegs sind. Ja, und so sah der Tag heute bei uns in der Redaktion aus. Seit 2001 sind Mädchen ab der 5. Klasse am Girls' Day unterwegs und schnuppern in klassische Männerberufe. Seit einigen Jahren haben die Jungen dafür angefangen, typische Frauenberufe zu erkunden. Und auf einmal hieß es Zukunftstag. Auch wir bei EmsTV haben drei junge Gäste in der Redaktion. Mein Name ist Leon. Ich spiele viel Fußball und bin viel draußen mit dem Fahrrad unterwegs. Nolina. Ich turne gerne, spiele Fußball, aber nicht im Verein und spiele gerne mit meinen Geschwistern. Ich bin Moritz. Ich fahre gerne Fahrrad, spiele Fußball und verabrede mich gerne mit Freunden. Noelina, Moritz und Leon haben uns hier schnell die Arbeit abgenommen. Texten, promptern und moderieren. Heute gibt es sogar Nachrichten, die sich unsere jungen Reporter ausgedacht haben. Und auch hier beginnen wir klassisch mit einem Blaulicht. Am 23.07.2011 passierte auf der A1 ein tragischer Unfall, als ein junger Brite mit seinem Ferrari LaFerrari mit 350 km/h über die Straße bretterte und nicht rechtzeitig bremsen konnte, raste er von hinten in einen LKW. Durch den Unfall verlor der LKW-Fahrer die Kontrolle, stellte den Lastwagen in den Graben, wo das Fahrzeug umkippte. Der Ferrari überschlug sich mehrere Male. Der Ferrari-Fahrer wurde beim Unfall getötet. Der Fahrer des LKWs konnte sich selbst aus dem LKW retten und wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Während der Ferrari einen Totalschaden hat, ist der LKW mit geringen Schäden davongekommen. Inzwischen ist uns bekannt, dass der Lastwagenfahrer auf dem Weg der Besserung ist und sich nach einem Lottogewinn einen LaFerrari gekauft hat. Aber auch andere Nachrichten aus der Zukunftstagsregion erreichten uns heute. Am 1.4.1900 bekam Anna Schmidt den schrecklichen Anruf, dass ihr Mann Frank Schmidt beim Autounfall ums Leben gekommen ist. An der Beerdigung ihres verstorbenen Mannes konnte sie nicht aufhören zu lachen, weil sie mit ihrem Mann nach der Hochzeit einen Deal gemacht hat, dass wenn einer von den beiden stirbt, soll die Person, die noch am Leben an der Beerdigung lachen statt weinen. Die Familie von Frank war in Schockstarre. Als Anna nach der Beerdigung erklärte, warum sie gelacht hat, waren die Angehörigen nicht mehr in Schockstarre und einigermaßen erleichtert. Heute vor 20 Jahren bog Herr Mojo mit dem Fahrrad in die Rudolfstraße ein, als er mit einem UFO zusammenstieß, was dort gelandet war. Dabei wurde er ohnmächtig. Als er wieder zu sich kam, blickte er aus einem Fenster direkt ins Weltall. Plötzlich ging hinter ihm quietschend eine Tür auf und das Alien kam in den Raum. Erst blieb ihm der Mund offen stehen, doch dann fragte er: Was bist du? Ich bin ein Masio vom Planeten Verde. Herr Mojo konnte seinen Augen nicht trauen, blinzelte
Und dann war das mysteriöse Wesen plötzlich wieder weg und er wachte in einem Krankenhaus auf. Nach einem harten Arbeitstag mit vollem Einsatz hat sich das Team aber vorerst doch wieder für die Schulbank entschieden. Und wer weiß, vielleicht sehen wir die drei hier in ein paar Jahren wieder. Ja, und mit diesem bunten Beitrag kann ich mich für heute verabschieden. Seien Sie sicher, über die nächste UFO-Sichtung werden wir Sie hier auch informieren. Ich hoffe, Sie schalten morgen wieder ein. Bis dahin, tschüss. Thank you.